Opernball und Fasching sind zwei Veranstaltungen, wo Sie gern gesehener, zumindest von uns, gern gesehener Stammgast sind. Was ist denn das lustigere oder das schönere Event? Naja, das kann man nicht schön oder lustiger sagen. Das Fasching ist eines und der Opernball ist ein ganz anderes Ding. Aber jetzt, ich habe mir gerade heute gehört wieder, oder schon seit ein paar Tagen, dass jetzt zwei Damen miteinander tanzen und das halte ich für einen Traditionsball wie den Opernball für falsch. Und, oder wie vorher gesagt, die Conchita Wurst mit dem nackten Oberkörper und einem Dekolleté mit Haar, das hat am Faschings, am Opernball nichts verloren. Wobei es bleibt zu hoffen, dass die Kleidung bei dem Paar traditionell ist, oder? Es wurde mir gesagt, es ist traditionell, nur ich glaube, es ist mit der Zeit gehen und sagen, ich tue da provozieren. Ich glaube, das sollte man nicht tun. Ja, dann wären wir beim Opernball. Wie groß ist die Vorfreude schon und vor allem, wie weit sind die Planungen mit dem immer von Ihnen gebrachten Stargast gediehen? Wir geben am 29. Jänner um 10 Uhr bekannt, wenn wir eingeladen. Schon in trockenen Tüchern? Ja, ist schon alles im Trockenen, ja. Und vielleicht, Sie waren ja nicht immer so gern dort gesehen, man hat Sie dann ein bisschen verbannt vom Logenplatz her. Wie willkommen fühlen Sie sich denn mittlerweile am Opernball und wie sehr freuen Sie sich drauf? Ja, die Opernballorganisatoren, glaube ich, lieben mich nach wie vor nicht. Sie sind der Meinung, ich mache Werbung mit ihrer Veranstaltung, nur die Veranstalter sind nie das Interessanteste, sondern die Gäste sind das Interessante und die bringe ich. Und früher waren, weiß ich, tolle Gäste da, wie Liz Taylor und Richard Burton oder der spanische König mit seiner Frau, der schwedische König mit seiner Frau, der Prinz Philipp, der Schah von Persien, die Imelda Marcos von den Philippinen. Das ist alles versandet und seit 28 Jahren gibt es nur den Lugner, der Gäste bringt. Es gibt ja durchaus Stimmen, die meinen, die Society, die Teile der Zeitungen wären nur halb so dick, wenn Sie nicht am Opernball dabei wären. Naja, es ist ja so, dass es relativ bekannt ist. Die APA hat mir gesagt, die Meldung, wenn ich zum Opernball einlade, nehmen alle Agenturen weltweit. Und wenn wir eine neue Regierung oder einen neuen Bundespräsidenten haben, nehmen sie nicht einmal die Hälfte.